So, in der ganzen Aufregung habe ich vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Aber ich habe jetzt hier es geschafft, dieses Dorf auseinanderzunehmen. Es wird schamlos gelootet. Nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Kann man die aufmachen? Nee. Da wollten wir hin. Auf zu dem, was so aussieht wie eine Kirche. Hier haben wir noch Fässer. Nee, da ist nichts drin. Ach, hier ist ja schon wieder Stress. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aua! Da scheint nochmal ein Safe-Punkt zu sein. Da ist das Bärchen irgendwo. Ist das hier ein freundliches Dorf? Vielleicht gibt es hier auch nochmal einen Händler. Okay. Ja, da scheint irgendwie was zu sein. Ist der hier drin? Aha. Need something? Okay, da haben wir doch nochmal gut abgestaubt hier. Müssen wir nur gucken, dass wir hier nochmal speichern können. War hier nicht irgendwo? Ich dachte, hier war... Das ist ein Häuschen. Ach so, da oben. Ja gut, das soll uns jetzt nicht... weiter beeindrucken. Falls wir sterben, kommen wir hier wieder raus. Wir trinken uns noch mal satt. Da ist noch ein Dorf. Okay, hier ist schon mal Blut. Hier scheinen wir schon mal richtig zu sein. Hier wird es irgendwie auf einmal neblig. Oh, hier gibt es einen Checkpoint. Okay, das ist schon mal gut. Dann brauchen wir eigentlich gar nicht speichern vorher. Ist hier noch was? Was ist das? Wir könnten mal kochen. Die nehmen wir noch mit. Ach, komm. Was soll der Geiz? Und dann... Da ist ein Bär. Der bewegt sich auch so komisch. Boah, der hat aber viel Lebenspunkte. Und der haut ganz schön dolle drauf. Alter Schwede. Ah ja, er brüllt, dann können wir ihn anscheinend angreifen.
Aber eine ganz schöne Reichweite auch. Hat der schon wieder geheilt? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, das mit dem Blocken klappt ganz gut. Nur dass man dem Ausweichen nicht. Man soll eigentlich ausweichen können, Standard zumindest. Denn wenn ich mit Space ausweiche, dann fange ich nur an zu hüpfen. Der hält ganz schön was aus. Oh. Ja. Das war cool. Die benutzen wir hier direkt. Dann dürften wir jetzt auch ein Level aufgestiegen sein. Sind wir auch. Jetzt machen wir mal passive Regeneration an. Haben wir nicht mehr genug Punkte. Okay. Dann brauchen wir nämlich nicht ständig futtern. Und Tränke sippeln. Dann laufen wir mal zurück zu Brother Tuck. Was ist hier noch? Okay, hier gibt's eine Mine. Das war jetzt ganz normales Eisen. Ich hatte gehofft, dass man hier eventuell Schwefel oder sowas abbauen kann. Nein, das ist einfach nur ein Shortcut. Und da gibt es halt Eisen. Brauchen wir jetzt aber im Moment nicht. Wir brauchen unseren Bruder Tuck. Bitte. Auch gut. So, Tuck, erzähl uns was. Okay. Wir brauchen noch ein Schwert und einen Bogen. Das kriegen wir doch hin. Wir brauchen jetzt nochmal Eisen. Und natürlich Holz. Okay, wir sind vorbereitet. Auf zu Tuck. Oh, great! You are back with the weapons already. Okay, da gehen wir jetzt hin. Ich frag mich, ob wir da eventuell aus Versehen schon mal waren. Achso, wir können ja gucken. Nee, aber es ist in der Nähe von dem Watchtower. Ich hatte irgendwie die Vorahnung, dass das in dem Watchtower ist. Das heißt, vom Ding her waren wir da eigentlich doch schon. Brace yourselves, everyone. Robin is here. Should we set up an ambush for the convoy already? Yes, it's about time.
Warten wir jetzt auf irgendwas? Ups. Drei auf eine ist unfair. Hallo? Hilft mir vielleicht mal jemand? Die machen auch Friendly Fire Schaden untereinander. Das finde ich hervorragend. Zack. Ha. Red Boy ist der Beste. Ja. How lucky we are to be freed by Robin himself. Please, Robin, if you have the men and arms to spare, save the rest of us too. The other peasants are kept in the knight's castle, and God knows what those knights are going to do to them. Müssen wir das jetzt auch noch machen? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Jo. Dann auf. Wir sammeln hier mal alles ein. Where would you like to go, Robin? Oh, wow. Schnellreisen ist auch schon aktiviert. Man muss also erst die anderen Schnellreisepunkte entdecken. Gut, macht auch irgendwie Sinn. Und dann können wir hin und her reiten. Da ist irgendwie ein Turm, da schleichen wir jetzt mal drum rum. Da habe ich jetzt gerade in diesem Augenblick keine Lust, aber wir gucken mal. So. Jetzt machen wir schon mal ein bisschen mehr Schaden und wir regenerieren natürlich auch gut Lebensenergie. Zack. Ja, mit der Kohle. Also ich finde den Nahkampf nicht ganz so flüssig, wie es hätte sein können. Alter Schwede, haben die eine Aggro-Weite. Das Lager ist da hinten und der greift mich hier an. Aha, wir können Schaden abblocken, der von Pfeilen kommt. Meine Güte. So, wenn wir jetzt sowieso den Aggro von dem Dingens da hatten, von dem Camp hatten, dann looten wir das nochmal eben. Hier war wohl ein Waldbrand oder sowas. Meine Güte, haben die eine Agro-Reichweite.
So, jetzt nähern wir uns endlich der Burg. Ich weiß nicht, warum die in Flammen steht. So wie hier anscheinend alles andere auch. Das sieht cool aus. Okay, ein Checkpoint haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. So, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen langsam mal ein Reparaturkit, ist mir gerade aufgefallen. Oh, das wäre jetzt ärgerlich, wenn hier jetzt auf einmal das Schwert kaputt geht. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, was wir hier machen müssen. Diese Agro-Reichweite, das ist einfach nur der Wahnsinn. Also atmosphärisch ist das, aber hier viel mit Schleichen ist auch nicht, ne? Das gibt's doch gar nicht. Also dafür, dass wir Robin Hood sind, machen wir ganz schön wenig Schaden mit unserem Bogen. So, wir können ja mal gucken. Ja. Vielleicht halten unsere Waffen dadurch jetzt mal ein bisschen besser durch. Mir ist übrigens vorhin aufgefallen, dass uns das Level-Up doch angezeigt wird. Nur eben ganz, ganz klein überm Kopf von dem besiegten Gegner. Wir brauchen unbedingt so ein Reparaturkit. Wir haben nur jetzt wirklich nichts mehr über. Ach, da oben ist ein Bogenschütze. Ja, der verbesserte Schaden hat sich doch schon mal gelohnt. Einen Schlüssel. Sehr schön. Waffenreparaturkit wäre mir jetzt trotzdem lieber. Wir haben das Rätsel gelöst, ohne dass wir wussten, dass wir Rätsel haben. Können wir uns das erschummeln? Ist jetzt die Frage. Das sind mehr als einer. Unangenehm. Thank you.
Das bringt ja fast gar nichts hier. Kacke. Sehr schön. Oh. Wir können mit der Axt leider nur zuhauen und nicht mehr blocken. Und Schaden macht's auch nicht wirklich. Na, zumindest können wir uns zwischendurch mal einen Bogen herstellen. So ein Waffenreparaturkit wäre jetzt nicht schlecht. Aber es scheint mehrere Wege zu geben, um hier zumindest reinzukommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, es ist jetzt nicht ganz so spektakulär, weil wir halt nicht mehr blocken können. Und unsere Axt ist auch schon fast aufgebraucht. Das gibt's doch nicht. Sehr schön. Hast du für mich ein Reparaturkit? Nein. Wir können schon wieder leveln. Okay, vielleicht bringt das was. Ja gut, so sowieso. Wir haben schon wieder einen Schlüssel aufgehoben. So ein Waffenreparaturkit wäre jetzt nicht schlecht. Okay, du bist frei. Come along. Okay, jetzt sind wir zumindest schon mal zu zweit. Was? Habe ich hier was verpasst? Nee. Kommst du mit, Kumpel, oder bin ich jetzt auf einmal auf mich allein gestellt? Wo ist denn der hin? Hä? Ja, okay, dann machen wir das jetzt alleine. Ach, da ist er doch. Wo rennt er denn hin? Ich denke, der folgt mir. Das läuft auch noch vor, oder was? Jesus Christ.
Okay. Hier ist die Action. Autsch. Vielleicht schießen wir einfach mal zurück. Oder auch nicht. Wer schießt denn da alles auf mich? Hallo? Der ist auch schon fast tot. Pfeile sind nice, aber so ein Waffenreparaturkit wäre jetzt nicht schlecht. Ja, wir haben doch schon Schlüssel. Okay, Leitern klettern geht auch nicht. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Ah. Alles klar. Wo ist mein Kumpel denn? Ach du Schande, den hat's zerlegt. Okay. Meine Güte. Gib mir den Schlüssel. Wisst ihr, was jetzt echt Knorke wäre? Wenn wir ein Waffenreparaturkit finden würden. Oh boy. Das machen wir jetzt mit der Pickaxe, ohne ausweichen zu können. Sehr schön. Ah, ich bin einfach nur froh, dass hier keine Bogenschützen sind. Ah! So, zweiter Versuch. Ich habe mir jede Menge Pfeile gebaut. Wir machen das jetzt so, wie es Robin Hood vorgesehen hat. Nämlich mit Pfeil und Bogen. Wir müssen jetzt erstmal die beiden Kumpels hier loswerden. Verstehe nicht, dass Kopfschüsse nicht automatische Crits sind. Na gut, sie haben eine Rüstung an, aber trotzdem.
Fall müssen die nochmal sterben, Mensch. Ups. Natürlich auch nur, wenn ich treffe. Das ist schon mal einer. Das sind schon mal zwei. Okay, das ist schon mal gut. In den Fuß. In den Kopf. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was es bringt. Ich weiß nur, dass wir jetzt schon wieder Besuch kriegen. Aha! Ja, jetzt kriegen wir natürlich wieder Besuch.
müssen den doch nochmal treffen können hier, Mensch. Nicht ganz sicher, was hier gerade passiert. Das können wir erst liegen lassen. Hat er keinen Schlüssel? Nee, anscheinend nicht. Da müssen wir jetzt hoch. Out of here before anything worse happens. Black Henry's reign is over, and the kidnapped Lady Miriam has been rescued. When this news reaches the ears of the Sheriff of Nottingham, the forests of Sherwood will have to face an evil they have never known before. Ja, puh, das war mega cool. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich finde, das Fighting System könnte man ein bisschen überarbeiten. Es ruckelt und hakt halt noch so ein bisschen hier und da. Ist halt nur eine Demo-Version. Aber ich kann euch nur empfehlen, ladet es euch runter, holt es euch. Und ich bin echt überrascht, wie viel in dieser Demo drinsteckt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich da jetzt irgendwie... Ich habe jetzt knapp 2,5 Stunden dran gesessen. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viel Content drin ist. Ja, ich würde sagen, das war's für Robin Hood Sherwood Builders. Und wir sehen uns dann im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Redboy3k. Schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö.